Hallo, mit einer lieben Freundin bin ich hier in Heidelberg. Was für eine Überraschung, dass ich an der Bibelschule sein kann. Geplant war es nicht, aber kennst du das? Deine Pläne und Gottes Pläne. In Israel habe ich ja ein Senfkorn gekriegt auf dem Berg der Seligpreisungen. Und es wurde zerstört, als ich es in einem Gottesdienst einer Frau zeigte. Ich habe es dann losgelassen und habe noch andere in der Gruppe von Israel gefragt, aber keiner hatte noch ein stabiles, intaktes Senfkorn. Jetzt stellt euch vor, meine Freundin und ich in Heidelberg. Seht ihr das hier, wo wir sind? Ein Senfkornfeld. Senfkorn, das kleinste aller Körner. Also es ist wirklich mega klein. Ich weiß jetzt nicht, seht ihr das, das Kleine? Sie hatte welche in der Hand und ich. Und wir haben gebetet, einfach ein Senfkorn für Ehepaare, für Singles, für unsere Familien. Und ich habe ihr immer wieder Senfkörner gegeben und die sind so klein. Also das kannst du jetzt nicht so gut abzählen. Aber ihr glaubt es nicht, ich habe ihr zweimal gegeben. Am Schluss hatte jeder von uns noch genau eins, weil wir haben abwechselnd eins für meine Familie, eins für, dann war wieder sie dran und umgekehrt. So genial. Und dieser Senfkorn-Glaube beschreibt die Bibel, das kleinste Korn, du brauchst keinen großen Glauben, sondern ein Glauben an einen großen Gott. Und er ist groß, er ist wirklich groß. Und menschlich gesehen, denke ich, hat er gedacht, der Andreas stopft sich den Mund mit einem riesigen Feld Senfkörner. Natürlich denkt er nicht so lieblos oder hart, er ist ja der Gott der Liebe. Aber was will ich euch damit zeigen? Schaut mal. Yeah, Erweckung! Erweckung in der Kirche! Erweckung in der Welt! Und sie fängt bei uns an, deshalb habe ich hier eine Art Get Free. Ich stelle mich einigen Dingen, was es ist, kann ich euch jetzt noch nicht verraten, aber vor Weihnachten erfahrt ihr es noch, auf jeden Fall. Und wir haben hier eine gute Zeit und meine Freundin und ich sind ähnlicher, als wir vermuteten. Also bitte betet, dass wir diese Zeit auch so hinter uns bringen, wie Gott es möchte, in diesem Seminar Sommerbibelschule Taube Heidelberg. Schaut euch das Feld an. Was will Gott damit sagen? Du bittest ihn um ein einziges Senfkorn, das du nicht mehr hast, und er gibt dir ein ganzes Feld, auch wenn es nicht von Israel ist. Gott ist ein großzügiger Gott. Und weißt du, ich möchte niemals, wenn ich im Himmel ankomme, dass es heißt, du, wäre alles für dich gewesen, aber du hast mich nie darum gebeten. Deshalb bitte ich, wie ein Kind, darf ich bitten, und wenn es in Übereinstimmung mit Gottes Willen ist, dann ist es gut. Und jetzt betet mit mir. Betet mit mir. Wir werfen jetzt gemeinsam dieses Senfkorn, diese Senfkörner. Ihr überlegt, für was es in eurem Leben steht. Und dann sagt ihr, was es ist, also Ehe, was auch immer. Senfkorn-Glaube. Halleluja. Und Gott ist ein treuer Gott, der ewige Gott. Eben Eser, bis hierhin hat uns Gott geholfen, der Stein der Hilfe, 1. Samuel 7 nachzulesen. Und das vom Senfkorn steht im Matthäusevangelium. Und hey, du kannst zu einem Berg der Probleme sagen, schmeiß dich ins Meer, wenn du den Glauben hast. Und je länger du so mit Gott in einer persönlichen Beziehung unterwegs sind, je mehr Autorität bekommst du. Sei im Kleinen treu und Gott gibt dir Größeres. Auch mir. Ich habe in letzter Zeit in eine Small Group geredet. Ich habe plötzlich Get Free Begleitungen, zwei, die ich mir nicht suchte. So ist Gott. Und so ist er auch zu dir. Denn Gott, er leben wir. Und er lebt, unser Gott. Unser Gott, der ewige Gott, der Immanuel. Halleluja! Auch wenn Leute Kopfschütteln, er ist unser Gott und er bleibt es auf Ewigkeit. Sei gesegnet im Namen von Yahweh Tzigedenu, dem Herrn, deinem Versorger, im Namen Yeshua Hamashiachs, wie er eben auf Hebräisch oder Aramäisch heißt. Amen.